Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zuflucht in der Bundesrepublik. Die erste Gruppe von 163 vietnamesischen Flüchtlingen machte heute auf dem Flughafen von Hannover Bekanntschaft mit einem für sie ungewohnten Klima. Sie sind die Vorhut von insgesamt 1000 Flüchtlingen, zu deren Aufnahme sich die niedersächsische Landesregierung bereit erklärt hat. Nach etwa 15-stündigem Flug kamen die Flüchtlinge heute Morgen erschöpft in der Bundesrepublik an. Gegen die Kälte waren sie in Decken gehüllt. Der niedersächsische Minister Hasselmann hatte sie abgeholt. Auf dem Flughafen hieß Ministerpräsident Albrecht die Neuankömmlinge im Namen der Bundesbürger willkommen. Viele niedersächsische Gemeinden haben sich bereit erklärt, die Vietnam-Flüchtlinge einzubürgern. Im Flughafengebäude gab es dann die erste warme Suppe. Etwa 3 Stunden später erreichten die Flüchtlinge mit Bundeswehrbussen das Durchgangslager Friedland. Der älteste von ihnen ist ein 87-jähriger Mann. Die meisten Männer waren bisher in Handwerksberufen tätig. Sie hoffen, bald in Norddeutschland Arbeit zu finden. Außerdem sind 72 Kinder unter den Flüchtlingen, die überwiegend chinesischer Abstammung sind. 8 Wochen lang mussten sie auf der Haiphong vor der malaysischen Küste ausharren, bis sich ein Land bereit erklärte, sie aufzunehmen. Die Haiphong am Samstagmorgen, kurz vor der Ausschiffung der ersten Flüchtlinge, die in die Bundesrepublik fliegen werden. Das Schiff ist von Polizeibooten stark bewacht. Niemand darf sich ohne Erlaubnis nähern. Noch immer sind die Decks übervölkert, drängen sich die Flüchtlinge an der Reling. Die Auswahl der insgesamt 644 Flüchtlinge verlief reibungslos. Die Vietnamesen hatten von sich aus Lose gezogen, die Reihenfolge der Antragsteller selber bestimmen. Obwohl keiner der Flüchtlinge der deutschen Sprache mächtig ist, war der Andrang, in die Bundesrepublik zu gehen, groß. 208 Familien wurden ausgewählt. Oft fehlen allerdings die Männer. Sie haben ihre Frauen, Kinder und die Großeltern vorgeschickt, da das Geld für die Passage aller Angehörigen fehlte. Im Gegensatz zu den Franzosen gab es bei der Auswahl der Flüchtlinge von Seiten der Bundesregierung keine strengen Kriterien. Sogar die Frage, warum man nach Deutschland gehen wolle, wurde bald als überflüssig und banal fallen gelassen. Gefragt wurde allerdings nach der Religion, nicht aber nach der politischen Vergangenheit oder Überzeugung. Die Einbürgerung vollzog sich nach liberalen Gesichtspunkten, effektiv geleitet von einem Offizier der Bundeswehr. Nach dem Ausboten wurden die Vietnamesen zum Duschen und zur Einkleidung auf dem Quai versammelt. Mit dem starken Polizeiaufgebot machte die hiesige Regierung noch einmal klar, dass sie die Flüchtlinge der Haiphong nur als Transitgäste akzeptiert. Gleichgültig registrierten die Malaysier die Publicity-Show der angereisten Politiker und der Minister Hasselmann. Die Flüchtlinge begriffen offensichtlich gar nicht, was um sie vorging. Nach einwöchigem Arbeitskampf in der Stahlindustrie von Nordrhein-Westfalen, Osnabrück und Bremen streben die Arbeitgeber jetzt offenbar eine politische Schlichtung an. Der Präsident ihres Verbandes, Weisweiler, äußerte gegenüber der Nachrichtenagentur DDP den Wunsch, die nordrhein-westfälische Landesregierung möge in den Tarifstreit vermitteln. Die Industriegewerkschaft Metall wies diesen Vorschlag inzwischen aber zurück. Eine Einigung sei auch ohne die Hilfe von Politikern möglich. Der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Fachtmann erklärte gegenüber DDP, er halte die bisherigen Positionen der Tarifparteien im Grunde nicht für verhandlungsfähig. Die Hauptforderung der Gewerkschaft nach Einführung der 35-Stunden-Woche in Etappen wurde heute vom hessischen Wirtschaftsminister Kari, FDP, scharf kritisiert. Wenn erst die Stahlindustrie damit den Anfang mache, sei die Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit in allen anderen Bereichen nicht mehr aufzuhalten. Das werde einen Inflationsschub auslösen und sei in keinem Fall mehr finanzierbar. Bundesverteidigungsminister Apel zog heute in Bonn eine Bilanz seiner bisherigen Amtszeit. Vor dem Reservistenverband der Bundeswehr verwahrte er sich gegen Vorwürfe, die Verteidigungspolitik werde von Hektik und Nervosität bestimmt. Die Entscheidungen über die neue Heeresstruktur und die Beschaffung von AWACS zeigten, dass das nicht der Fall sei. Apel appellierte außerdem an die Parteien, den neu berufenen Generalinspekteur Brandt aus parteipolitischer Polemik herauszuhalten. Ich nehme den Primat der Politik sehr ernst. Er muss ja auch ernst genommen werden, denn am Ende muss der Minister die Entscheidungen verantworten. Er muss auch die Konsequenzen ziehen, wie Georg Leber, wie ein Ehrenmann die Konsequenzen gezogen hat. Für viele Dinge, die ihn persönlich pflichtwidrig überhaupt nie berührt haben. Und deswegen bitte ich um eins. Um die Konzentration der Kritik, und Kritik ist notwendig, auf mich. Ich stelle mich vor die Bundeswehr auch voll und ganz und ohne Abstrich
und ohne Vorbehalte und ohne Hintergedanken vor dem scheidenden Generalinspektor Wust. Auch er hat meinen vollen Respekt. Ich danke Ihnen. Bundeskanzler Schmidt und der Hamburger Bürgermeister Klose haben ihre jüngsten Meinungsverschiedenheiten weitgehend beigelegt. Nach einem Gespräch der beiden SPD-Politiker in der Hansestadt teilte Regierungssprecher Bölling mit, Schmidts und Kloses Auffassungen über die mögliche Einstellung von Radikalen in den öffentlichen Dienst liegen näher beieinander als allgemein vermutet. Die beiden hätten auch über das umstrittene Zeitungsinterview Kloses gesprochen, in dem dieser einige Grundgedanken der von Lenin begründeten Stamokap-Theorie, die den Staat als Diener der Kapitalseigner betrachtet, als zutreffend bezeichnet. Er sei sich aber mit dem Kanzler jetzt darin einig, dass das Reizwort Stamokap bei der Beschreibung bestimmter wirtschaftlicher Sachverhalte besser unterblieben wäre. Bei den blutigen Unruhen im Iran sind heute allein in der Hauptstadt Teheran wieder mindestens 3 Menschen ums Leben gekommen. Zusammenstöße zwischen Militär und Demonstranten wurden auch aus anderen Städten gemeldet. Schon gestern und vorgestern hatte die Armee das Feuer auf demonstrierende Menschenmengen eröffnet. Die Zahl der Opfer bei diesen Schießereien war nicht zu ermitteln. Wie es gestern in Teheran aussah, schildert Eberhard Pilz. Versammlungen von mehr als 2 Menschen sind unter dem Kriegsrecht strengsten verboten. Und trotzdem, heute am ersten Tag des Trauermonats in Teheran, überall an allen Ecken und Enden kommt es zu spontanen Demonstrationen. Diese jungen Leute sind zum Teil müde, weil sie die ganze Nacht demonstriert haben. Gestern Nacht, trotz des strengen Ausgangsverbotes, gab es Schießereien, mussten Panzer eingesetzt werden, weil demonstriert wurde. Nach einer Serie von Bombenanschlägen in der Hauptstadt von Namibia, Windhoek, sind heute 6 führende Mitglieder der radikalen Unabhängigkeitsbewegung SWAPO festgenommen worden. Die SWAPO hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, die Wahlen für eine verfassunggebende Versammlung zu boykottieren, die morgen beginnen sollen. Die Wahlen werden gegen den Widerstand der Vereinten Nationen unter südafrikanischer Regie abgehalten. Es gilt als sicher, dass die von Pretoria unterstützte Demokratische Turnhallenallianz siegen wird. In Spanien haben sich nach den Basken jetzt auch führende Vertreter der katholischen Kirche gegen den Entwurf der neuen Verfassung ausgesprochen, über die die Spanier am 6. Dezember abstimmen sollen. In allen Kirchen von 9 Diözesen wurde heute ein Hirtenbrief verlesen, in dem sich 9 Bischöfe unter der Führung des Erzbischofs von Toledo, der den Titel Erster Kardinal von Spanien trägt, eindeutig gegen die Verfassung aussprechen. Diese Bischöfe, ehemalige treue Diener des Franco-Regimes, stellen sich damit gegen die Bischofskonferenz, die vor 10 Tagen mit großer Mehrheit die neue demokratische Verfassung als gute Basis bezeichnet hatte. Der Verfassung, so heißt es im Hirtenbrief, fehle jede Ehrfurcht vor Gott und vor dem göttlichen Gesetz. Die von der Verfassung garantierte Freiheit der Erziehung sei marxistische Taktik und liefere die Jugend den Parteien aus. Die Moral der Familie werde durch Ehescheidung, Empfängnisverhütung und freie Sexualität bedroht. Die propagierte Möglichkeit der Abtreibung verstoße gegen die katholische Lehre vom Recht des Lebens. Wie hier in einer Kirche in Toledo versuchten viele Priester während ihrer Predigt klarzumachen, dass der Hirtenbrief, der die Meinung von etwa 10% der spanischen Bischöfe wiedergibt, eine Empfehlung sei und kein Verbot für ein Ja zur Verfassung darstellt. Der Gläubige müsse eine Gewissensentscheidung selbst fällen. Die Haltung dieser Bischöfe wird die grundsätzliche Zustimmung der Bevölkerung zur neuen Verfassung am kommenden Mittwoch nicht in Frage stellen. Aber sie wird viele Gläubige verunsichern und sie liefert den Faschisten für ihr Nein zusätzlich ein theologisches Alibi. Bei der Volksabstimmung in der Schweiz hat sich heute die Mehrheit der Wähler gegen die Aufstellung einer Bundespolizei ausgesprochen. Diese sollte aus einer Antiterrorgruppe von 200 Mann und einer Sondereinheit von 1000 Mann bestehen. Bisher liegt die polizeiliche Hoheit in der Schweiz allein bei den Kantonen. Mit 56-44% der Stimmen sprachen sich die Wähler heute dafür aus, dass daran auch in Zukunft nichts geändert wird. Bei einem Überschwemmungsunglück in Linz sind in der vergangenen Nacht 4 Menschen ums Leben gekommen. Hier aus diesem mit Wasser gefüllten Steinbruch war die Flutwelle gekommen. Die Ursache? Eine große Steinwand am Rand des Sees hatte sich gelöst und war ins Wasser gestürzt. Der See schwappte über und eine Flutwelle aus Wasser und Geröll traf 2 in der Nähe liegende Häuser. Die Welle riss ganze Haushälften mit. 4 Bewohner wurden getötet. Die Feuerwehr pumpt den See inzwischen leer, um ein weiteres Unglück zu verhindern. Für 68.655 Pfund Sterling sind am Wochenende im Londoner Auktionshaus Christie's Kleidungsstücke und Schmuck der 1971 im Alter von 87 Jahren gestorbenen französischen Modeschöpferin Coco Chanel versteigert worden.
Es gab Champagner aus Frankreich, es roch nach Chanel Nummer 5 und es wirkte wie eine Jet-Set-Party mit Modenschau. Auf den zweiten Blick merkte man, viele Gäste erwiesen mit ihrer Aufmachung derjenigen ihre Referenz, der das Ereignis galt, Coco Chanel. Sie war es schließlich, die eine Reihe modischer Details erfand, sie populär und klassisch machte. Von den feinen Taschen an Goldketten über Sandaletten mit schwarzen Kappen zum prächtigen Modeschmuck, während bis dahin die Damen nur echten Schmuck trugen. Mehrreihige Ketten falscher Perlen, Ohrclips mit Goldrand, Strass und falsche Steine zuhauf. 44 solche Stücke wurden hier versteigert, Madame Chanels Lieblingsbrosche für 3.800 Mark. Kragenloses Tweed-Kostüm, aufgesetzte Taschen, betonte Kanten. Typischer Chanel geht's nicht. Dieses Lieblingskleidungsstück der Modeschöpferin war dem Osloer Museum 9.000 Mark wert. Hier dachte kaum jemand daran, dass schon in den 20er Jahren das arme Mädchen aus Südfrankreich die Frauen von Korsett und Spitzen befreite und lockere, bequeme, einfach geschnittene Kleider schuf, dass sie bis vor dem Krieg ein eigenes Modereich mit 4000 Angestellten hatte und nach dem Krieg ein Comeback feierte, mit Kreationen wie diesem kleinen Schwarzen. Eine ereignisvolle Nostalgie, diese Versteigerung. Mit ungewöhnlichen Werkzeugen gelang Einbrechern heute in Göttingen ein Raub, der ihnen möglicherweise über 300.000 Mark einbrachte. Über das Dach eines Supermarktes kletterten sie in die Filiale einer Sparkasse, die dort untergebracht ist. Da es ihnen nicht gelang, den Einwurfschacht für die Goldbomben aufzuschweißen, besorgten sie sich aus einer benachbarten Imbissstube zwei Schöpfkellen. Mit denen angelten sie sich 33 Geldbomben aus dem Tresor. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen Montag, den 4. Dezember. Das Satellitenbild zeigt über Deutschland meist starke Bewölkung, im Westen und Süden auch Aufheiterungsgebiete. Das Hoch über Skandinavien mit Keil zum Balkan bleibt im Wesentlichen erhalten. An seiner Westseite schwächen sich die über Westeuropa angelangten atlantischen Tiefausläufer ab und kommen nur noch langsam weiter nach Osten voran. In den Nordosten sickert allmählich kältere Festlandsluft ein. Die Vorhersage für morgen. Im Süden und Westen heiter bis wolkig, zum Teil auch anhaltender Nebel. Sonst überwiegend stark bewölkt und im Wesentlichen niederschlagsfrei. Im Tagesverlauf von Westen her etwas Niederschlag, dabei Glättegefahr. Tiefstemperaturen im Norden um 0 Grad. Im Süden minus 2 bis minus 8 Grad, bei längerem Aufklaren auch unter minus 10 Grad. Tageshöchsttemperaturen 0 bis 4 Grad, im Süden gebietsweise Dauerfrost, meist schwach windig.